Hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, mal schauen, mal schauen, mal schauen. So, die Frage war, ob unser Distributionsbüro ohne Strom denn überhaupt funktioniert. Ja, funktioniert. Es ist momentan kein Strom da und wir haben gerade ein Fahrzeug rausfahren sehen oder wieder reinfahren sehen. Da mache ich mir also im Moment mal keine Sorgen. Das läuft schon. Außerdem 5 Fahrzeuge und es müssten eigentlich insgesamt 6 sein. Ja, einer von den LKWs ist sowieso gerade unterwegs und ja, verschiebt gerade irgendwo Waren. Keine Ahnung, aber vielleicht ist es sogar der hier. Könnte gut sein, ja. Okay, also hier werden die Baustellen gerade beliefert oder die eine Baustelle, die hier noch wichtig ist, nämlich das dritte Baubüro. Und dann schauen wir mal kurz, genau, technische Dienstleister wären ja das nächste. Dann wurde ich gefragt, ob ich nicht noch eine zweite Straße hier hintenrum anschließen könnte. Ja, könnte ich. Könnte ich tatsächlich. Mach ich aber... Ja, doch. Doch, ich glaube, das machen wir. Wird dann auch gleich eine Kiesstraße. So, mal gucken, dass wir die hier schön, ja, schön rund so. Also diese ganze Geschichte mit dem Raster, ich weiß nicht, ob ich das wirklich weitermachen möchte. So, das schließen wir jetzt einfach hier an, geben unser Okay und weisen das auch den Baubüros zu. Zack. So, und dann, dann hätten wir theoretisch schon eine Möglichkeit, diese Straße abzureißen. Nee, können wir ja noch nicht. Wir müssen erstmal die Gebäude hier wegbekommen. Aber wir haben auf jeden Fall eine zweite Anbindung. Das ist grundsätzlich schon mal nicht verkehrt. So, Strom läuft weiter. Und irgendjemand hat gesagt, dass möglicherweise einer der Transformatoren nicht an der Straße angeschlossen sind. Doch, der ist angeschlossen. Der hat ja hier den Anschluss. Dürfte also eigentlich kein Problem geben. Ja, dann stellen wir auf hohe Geschwindigkeit und lassen laufen. So, dann wurde mir auch gesagt, ich müsse ganz, ganz, ganz viel planen. Ganz, ganz, ganz viel. Weil sonst wird das alles nichts. Ja, dem stimme ich zu. Also, wir müssen definitiv mehr planen. Und das werden wir jetzt auch tun. Und zwar, muss ich mal kurz gucken. Also wir haben ja hier oben, wie war das nochmal? Hier oben haben wir die Kiesgrube. Und aus der Kiesgrube kommt ja Bruchstein. Und den Bruchstein, den lassen wir hier hinbringen zur Kiesverarbeitungsanlage. Oder Verarbeitungsanlage für Kies. Wir werden da ein Lager zwischenschalten. Ich muss mal gerade schauen. Die Kiesgrube hat den Eingang. Bauindustrie, Kiesgrube, ne, nicht Kiesgrube, Verarbeitungsanlage für Kies, die hat leider keinen Eingang. Das ist dann natürlich nicht so toll. Das ist dann natürlich nicht so toll. Können wir denn überhaupt Bruchstein einlagern? So, da brauchen wir mal Lager und das ist trockenes Schüttgut. Nee, das ist gar kein... Das ist Aggregat, ist das? Ja, Aggregat, so. Lagerung, so. Ja, da geht Bruchstein theoretisch rein. Ja gut, okay. Dann bauen wir ein Zwischenlager. Ist ja wirklich schade, dass wir hier keinen Input haben. Gefällt mir überhaupt nicht. Was wir aber machen könnten, warte mal. Ja, wir machen Folgendes. LKW-Rohstoffe entladen. Ne, Moment, Ich muss mal kurz was sehen. Also wir können hier...
Genau, das suche ich. So, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir lassen hier die LKWs hin und her fahren. Und lassen den Bruchstein hier abladen. Ja, der Bruchstein, weil wir haben hier dann zwei Entladestellen. Das Problem nämlich an diesen Verarbeitungsanlagen ist, dass hier nur eine Entladestelle ist. Und das ist auch ein sehr weiter Weg und das ist nicht so günstig. Wir lassen einfach hier die LKWs hin und her fahren in die LKW-Rohstoffentladestelle. Und die können dann liefern in, Moment, wieder Schüttgut, in einen kleinen Rohstoffspeicher. Und das machen wir dann so. Ja, hier würde ich eigentlich am liebsten... Ja, das geht auch, dass wir ihn so anschließen. So, dann werden die Bruchsteingüter hier über das Band in den kleinen Rohstoffspeicher gebracht. Da passen ja, wie viel waren das jetzt? 870 Tonnen? Ja, 870 Tonnen Bruchstein, das soll ja wohl eine Weile reichen. Und dann brauchen wir eine LKW-Ladestation. LKW-Rohstoffe laden da, LKW-Rohstoffe beladen. Das ist also quasi der umgekehrte Weg. Und den würde ich jetzt gerne... Den würde ich jetzt eigentlich gerne so haben. Wie weit können wir da gehen? So. Okay, das drehen wir noch ein bisschen rein. Oh, Mist. Ja, jetzt die Stelle wieder finden. So, jetzt geht das nicht mehr. Moment. Da ist doch gerade da. So. Okay, und dann... Und hier natürlich auch eine Straße dran. Und dann können wir hier nämlich mit zwei LKWs die Sachen auch wieder abholen und dann hier hin und her fahren. Das ist natürlich ein weiter Weg. Da können wir natürlich auch mehrere LKWs fahren lassen. Aber zwei können gleichzeitig dann den Bruchstein aufnehmen. So. Und bringen den dann hier hin. Gut. Ja, hier kann immer nur einer entladen. Das bleibt halt leider, weil wir hier nicht... Das ist ehrlich gesagt total schade, dass diese Kiesanlage... Ich gucke jetzt nochmal nach, ob ich das wirklich richtig gesehen habe. Kiesverarbeitungsanlage für Kies. Ne, die hat keinen Input. Das ist eigentlich echt ein merkwürdiges Ding, ne? Es gibt bestimmt Modgebäude wieder. Natürlich gibt es das, wo dann auch ein Anschluss für ein Förderband ist. Aber hier ist es halt nicht. So, und dann verarbeiten wir zu Kies und das geht dann in ein kleines Kieslager für bis zu 870 Tonnen Kies wiederum. So, und von da geht es dann weiter. Das haben wir also schon mal ein bisschen verbessert hier. Hier ist noch nichts den Baubüros zugewiesen. Das bleibt noch erstmal so. Aber da haben wir schon mal ein bisschen mehr geplant. Und das ist auch alles richtig so. So, Spiel ist weitergelaufen in der Zwischenzeit und das Baubüro ist fertig geworden. Und jetzt muss ich mal was schauen. Es gibt hier nämlich einen Umzugsbutton. Ja, schau mal hier. Change Workplace Depot for All Vehicles. Vielen Dank für den Tipp. Habe ich mich auch schon unterm Kommentar für bedankt. Das ist ja, ein Traum. kannte ich tatsächlich noch nicht, ja. So, ich hoffe, wir kriegen jetzt alle hin. Ja. Nein, zwei bleiben. Zwei Raupen bleiben. Nee, doch nicht. Ich dachte schon. So. Jetzt können diese ganzen Dinger hier endlich weg. Ah, Moment, jetzt müssen wir aufpassen. Der sucht sich nämlich wieder die Baustellen automatisch. Ah. Sekunde, das machen wir erstmal aus. Nicht Auto-Search. Der hat bestimmt auch schon gesucht. Ja, hat er auch. Das müssen wir jetzt leider alles rausnehmen. So, dann machen wir erstmal die Lagerzuweisung. Nehmen wir erst das Zollbüro. Und dann für Kies natürlich das Kieslager, für Stahl, für Ziegelsteine das, für Fertigbaupaneele das und für Bretter noch das. So, dann ist das auf jeden Fall schon mal richtig. Wir müssen es auch aufnehmen in unser, Moment, Baubüro-Modus-Zuweisen, zack, so. Ja, dann müssen wir es noch umbenennen. Das ist natürlich jetzt, wie haben wir die genannt, Konstruktionsbüro einfach. Konstruktionsbüro Nummer 3. Ok,
Kurz Kontrolle. Jawohl, hat er wunderbar drin. Jetzt nehmen wir die dreimal eben raus, weil die gibt es jetzt sowieso nicht mehr. Die reißen wir nämlich jetzt endlich ab. Ja, und jetzt nur das eine Stück Straße wegbekommen. Okay, gut. So. So, das ist einfach nur ein Depot und da ist einfach nur ein Bus drin und den Bus benutzen wir ja momentan nicht. Deswegen, weil wir auch keine Plätze mehr frei haben. Ne, wir haben noch Plätze frei. Okay, dann kommt der Bus jetzt einfach hier mit rein. Dann kommt auch das Gebäude in den Müll. Zack. So, und jetzt brauchen wir noch einen technischen Dienstleister. Und den haben wir gesagt, den wollen wir hier hinstellen. Und den finden wir, glaube ich, auch bei den Straßen. Wartung, technische Dienstleister. Oh, der ist aber groß. Aber der passt hier rein. Gut, passt zwar nichts anderes mehr rein. So. Technischer Dienstleister. Genauso wie das Betriebsbüro, das Vertriebsbüro. Ne, ist schon unterschiedlich. Okay, gut. So, das gibt's natürlich jetzt erstmal zuweisen. Zack, das kann. Ah ne, wir müssen erst die Straße machen. Ah, die ist schon mal fertig, sehr gut. Dann können wir auch dieses Stück Straße bis ja, da sind so viele Unterteilungen drin, dass das leider so kleine Stückchen sind. Immerhin hat er drei Teilstücke draus gemacht. Gut, okay. So, bauen wir jetzt noch kostenlose Baubüros dazu oder bauen wir nur noch große? Das ist jetzt die große Frage. Weil wir könnten jetzt natürlich weitere kostenlose Baubüros wieder aufbauen, ein paar Fahrzeuge kaufen und alles geht schneller. Ich glaube aber, dass wir mit drei richtigen Baubüros und der entsprechenden Anzahl an Fahrzeugen eigentlich schon ganz schnell unterwegs sind. Wir bauen jetzt nur noch das eben schnell und natürlich den Strom, der müsste aber fertig sein. Das sieht gut aus. Hier sieht es aber nicht so gut aus. Und mal kurz. Leute, das mit den N, das geht nicht mehr, warum auch immer. Es geht nicht mehr. Neuer Bus verfügbar. Der Icarus 556. So, die fahren jetzt schon hier rum. Ist für die kürzer. Oh, da kommt der neue Kran. So, da müssen wir kurz aktiv werden, weil den möchte ich natürlich haben. Jetzt müssen wir eben schauen, wo wir Kräne haben. Da ist ein Kran drin. So. Ah, Moment, das ist aber, glaube ich, ein Kran, der gezogen werden muss. Sekunde. Wir verkaufen den. Und dann gibt es einen neuen Kran. Kran. So. Nee, genau. Moment mal, der ist schlechter. Geschwindigkeit Stufe 21, Stufe 26. Ach, verdammt. 23, 26. Also das ist der beste Kran, den wir hatten. Die sehe ich jetzt noch ein bisschen besser. Wobei. Eigentlich ist er das nicht. Stufe 20. Eigentlich ist das der beste Kran.
dummerweise jetzt verkauft. Da ist ein Kran drin und da ist auch ein Kran. Also wir haben in jedem Baubüro mindestens oder einen Kran. Das sollte also reichen. Schau mal, wie schnell das jetzt geht, ne? Also das ist wunderbar. Die Straße hier ist auch fertig. Das heißt hier, zack, Konstruktionsbüro anfangen. Ihr wisst ja, was ich meine. So, was können wir hier noch hinbauen? Fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts ein gerade. Lassen wir es erstmal so, wie es ist. So, was wir jetzt noch bauen sollten, ist ein richtiges Kieslager, weil das Ding hier, das ist auf Dauer natürlich nichts. So. Wir wissen ja schon, kleiner Rohstoffspeicher, der macht da schon mehr was her. Den müsste man dann aber halt eigentlich genau wieder oben bauen mit einer richtigen B- und Entladung. Das heißt, wir machen hier erstmal einen LKW-Rohstoffe. Das ist jetzt... Das mache ich nicht, weil... Wir werden ja bald unseren Kies hier haben. Wisst ihr was? Ihr braucht ja auch keine Bauarbeiter. Aber hier oben, ne? In der Kiesgrube schon. Nee, da auch nicht. Arbeiter brauchen wir tatsächlich nur hier. Und die Bushaltestelle hatten wir hier gebaut. Da ist sie genau. So, wisst ihr was, wir bauen das jetzt. Wir fangen mit der Kiesgrube an, dann das, dann das, dann das. Naja, und natürlich auch die Verbinder. Diesen Teil, den bauen wir jetzt fertig. Unsere Büros sollen ja was zu tun haben. So, da müssen wir dann das letzte Stück hier noch dazu nehmen. Weil das ist... Das B- und Entladen dauert hier halt so lange. Guckt euch das mal an hier. Das ist einfach sehr langsam. Schön, es sieht wieder aus wie Ballett hier. Müsste eigentlich auch ruckzuck fertig sein. Da fehlen jetzt eigentlich nur noch ein paar Arbeiter. Und dann haben wir schon unsere Kiesgrube. Die eigentlich eine Bruchsteingrube ist. Ja, das ganze Zeugs hier. Ich glaube, da habe ich mir wirklich keinen Gefallen mitgetan. Und der Kran macht's. Das heißt, wir brauchen keine Arbeiter. Das ist natürlich auch gut. Wir brauchen doch Arbeiter. Weil der Kran macht nichts alleine. Leider. Auch diese Sachen, die sind super schnell fertig. Das hier, das auch, das geht alles ganz schnell. So, da brauchen wir natürlich auch eine Asphaltanlage. Kurz gucken, irgendwo da die Asphaltanlage. Da können wir natürlich dann drüber streiten, ob wir da Bitumen auch noch irgendwo jetzt herholen. Das ist wieder nämlich eine ganz neue Industrie. Oder ob wir das Bitumen importieren. Und das werden wir wahrscheinlich machen. Dass wir einen Teil der Zwischengüter noch importieren am Anfang.
interessant, dass der da jetzt drüber hergefahren ist. Das ist eine Huckelpiste hier. Ist fertig, die Kiesgrube. Dann können wir hier oben schon mal einen Stromverteiler hinsetzen. Und was wir auch brauchen, ist den Industrieverteiler, den angesprochenen. Wir haben ja gesagt, wir zweigen von hier ab und gehen hier hinten rum ans Industriegebiet. Das heißt, hier brauchen wir den den Leistungstransformator. Und den stelle ich jetzt wirklich hier, ja, hier hin. So. Und dann gibt es die Hochspannungsleitung. So, jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich hier gerade wegkomme. Ah, ich hab's befürchtet. Okay, dann machen wir es hier schief so. Jetzt müssen wir eben schauen, von wo wir kommen. Von hier. Ernsthaft, warum kommen wir da nicht drüber weg? Okay, die Dinger reißen wir jetzt gleich ab. Dann warten wir damit noch ein bisschen. Aber wir können im Grunde weiter machen. Sind auf dieser Achse. Jetzt gehen wir noch einen nach Norden. Und dann ziehen wir einfach so rüber. Okay. Und wir bauen das. Ich möchte aber hier noch einmal unterbrechen und hier noch einen Hochspannungsschalter reinmachen. Was? Wir haben keinen freien Bagger. Dann bauen wir einfach dahin. Okay, kurz eine Lehmstraße. Ah, das war wieder falsch. Oh nein. Ah, Leute, der Straßenbau ist nicht wirklich besser geworden. Hey, mal guckt euch das an. Das ist doch wirklich eine Katastrophe. Da kann mir auch keiner sagen, dass das wirklich gut ist. Ach Mensch.
Macht da gar keinen Spaß. So, los, lass mich jetzt die Straße hier bauen. Ey. Okay, dann halt so. Es ist schief, ne? Aber egal. So, ich... Wie gesagt, mir ist das Raster jetzt egal wieder. Das Feature ist für die Innenstadt gut. Für alles außerhalb kann man es eigentlich nicht wirklich gut gebrauchen, von daher. So, jetzt haben wir... Ah, Moment, ich habe den Schalter wahrscheinlich falsch gedreht. Okay, in dem Fall... In dem Fall machen wir es dann aber auch richtig. So wollte ich den haben. Ist doch klar, oder? Okay. So, wir würden gern das bauen. Und dann geht man da dran. Und da dran. So, dann wollen wir natürlich auch das bauen. Und... Kein Pfad. Wieso? Seit wann brauchen wir hier einen Pfad jetzt? Die brauchen alle keinen Pfad. Wieso braucht das jetzt einen Pfad? Hä? Hier durch die Pampa geht's, aber hier geht's jetzt nicht. Ah, ich fürchte, dass das keine Verbindung ist hier. Das ist so blöd. Warum? Warum? Ich meine, warum macht man sich sonst die Mühe, zwei Straßenanschlüsse zu haben? Macht irgendwie keinen Sinn. So, und jetzt? Jetzt geht's nämlich. Nur für die Optik. Okay. So, wird schon wieder dunkel. Wie sieht's denn hier aus? Fast fertig. Fast. Aber da oben ist alles fertig. Außer Strom natürlich. Ja, wir müssen es natürlich auch hier auch zuweisen. Baut das mal. Und baut das mal. Und das auch. Okay, alles grün, was grün sein soll. Straße ist auch fertig, der technische Dienstleister leider noch nicht ganz. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, euer Dr. Wolfsherz. Ciao!